Als ich mit 18 Jahren zur Fahrschule ging, da fing für mich ein neuer Lebensabschnitt an. Die Jahre zuvor war ich aufmerksamer Beifahrer. Ich habe geguckt, wie die Erwachsenen Auto fahren. Ich habe beobachtet, wie die technische Seite funktioniert, das Spiel mit Kupplung und Gaspedal. Andererseits habe ich mich interessiert für die Theorie, was bedeuten die Schilder, wie muss ich mich verhalten im Straßenverkehr. Und endlich wurde aus der ganzen Theorie Wirklichkeit. Da wurde die Realität. Endlich durfte ich dann zum ersten Mal hinterm Lenkrad sitzen und Auto fahren. Ich war froh, dass ich beim Beobachten der Erwachsenen und beim Besuch des Fahrschulunterrichts so viel gelernt hatte. Aber jetzt ging's los. Es hat nicht alles auf Anhieb funktioniert, aber ich habe schnell gelernt und die Ratschläge der alten Hasen angenommen. Und heute bin ich selbst einer von diesen alten Hasen. Heute geht es um Matthäus Kapitel 10. Direkt vorher sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und die Motivation, dass Jesus so etwas sagt, ist, weil er Mitleid mit den Menschen hat, die Menschen, mit denen er zu tun hat, weil sie so sind wie Schafe, die ohne Hirten leben. Matthäus Kapitel 10, ab Vers 1. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese 12 Jünger werden auch Apostel genannt. Apostel, das ist ein Gesandter, ganz allgemein gesprochen, jemand, der im Auftrag eines anderen unterwegs ist und handelt. Hier wird deutlich, die Jünger sind nicht nur Mitläufer, nicht länger nur Mitläufer, sondern sie sind jetzt aktiv, sie sind Erntehelfer. Und Jesus macht hier als erstes Folgendes: Er ruft und bevollmächtigt die 12 Jünger. Jesus ruft. Alles beginnt mit der Beziehung zu Jesus. Ohne Jesus wären die 12 sicherlich niemals zusammengekommen. Die wären keine Jünger geworden, sie wären niemals Apostel geworden, also keine Gesandten, und sie hätten auch nie die göttliche Vollmacht erhalten. Und ohne Jesus wären auch wir als Gemeinde wahrscheinlich niemals zusammengekommen. Wir würden uns wahrscheinlich zumindest größtenteils nicht einmal kennen. Jesus führt Menschen zusammen. Und Jesus befähigt Menschen übernatürlich. Die Gemeinde, Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Jesus ruft. Und wenn Jesus ruft, dann befreit er auch. Der Tod ist nicht mehr das Ende. Die Sünde ist nicht mehr unsere Last. Jesus befreit aus Abhängigkeiten und Trauer, aus Geltungssucht und Versagensängsten. Und wenn Jesus befreit, dann sagt er nicht einfach nur weg damit, sondern er sagt, komm zu mir. Wir dürfen unser Leben mit Jesus gestalten. Und wenn Jesus Mittelpunkt unseres Lebens ist, dann sendet er uns auch. Aus Prinzip. Das gehört bei ihm dazu. Wenn ich mein Zuhause bei Jesus gefunden habe, mich bei ihm wohlfühle und seinen Frieden genieße, dann ist das meine Grundlage, für die Sendung durch Jesus bereit zu sein. Zu einer Gabe gehört bei Gott auch immer eine Aufgabe. Die Jünger sollen ein Segen sein für andere und dafür werden sie mit göttlicher Macht und Autorität ausgerüstet. Sie sollen genauso handeln, wie Jesus gehandelt hat. Sie sollen böse Geister austreiben, sie sollen die Kranken heilen und sie sollen das Leiden beenden. Und die Vollmacht Gottes ist stärker als alle diese Dinge. Jesus hat dieselben Dinge in derselben Vollmacht durchgeführt.
Und die Kette der Vollmacht, die geht vom Vater im Himmel zu seinem Sohn Jesus auf der Erde und von Jesus auf seine Jünger und letztendlich auch bis zu uns heute. Im Laufe der Zeit, können wir in der Geschichte nachlesen, wurde die Kette immer wieder mal unterbrochen. Die Bevollmächtigten hatten keine Nachfolger ausgebildet. Das ist ein Problem der Leiterschaft. Hatten sie vielleicht Angst vor Machtverlust? Dabei geht es gar nicht um unsere Macht, sondern es geht um die Vollmacht Gottes. Jesus beruft. Wenn wir uns die 12 Jünger mal anschauen, dann war das keine homogene Truppe. Da kamen die unterschiedlichsten Charaktere zusammen. Da war ein Zolleinnehmer. Bei den Juden galt er als Volksverräter. Er arbeitete für die Besatzungsmacht, für die verhassten Römer. Und da war da ein Zelot dabei. Der war ein Volksbefreier. Er war im Untergrund. Und der Ehrenkodex war, Volksverräter müssen getötet werden. Und jetzt sind da dieser Zolleinnehmer, dieser Verräter und der Zelot, der Volksbefreier, zusammen in einer Gruppe unterwegs. Ich glaube, das war manchmal richtig spannend. Und wahrscheinlich auch ein wenig herausfordernd für Jesus, diese Truppe zusammenzuhalten und bei Laune zu halten. Die 12 waren keine geschulten Redner, sie waren keine Schriftgelehrten, sondern Fischer und Zöllner. Bisher hatte Jesus die Aufgabe alleine durchgeführt, aber jetzt wollte er diesen Dienst mit seinen 12 Jüngern multiplizieren. Wir lesen die nächsten Verse. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Der Inhalt des Auftrags lag im Gehen, zunächst im Gehen. Und die Strategie dabei: betretet kein heidnisches Gebiet. Das heißt, konzentriert euch auf das Volk Israel. Geht zu den verlorenen Schafen des eigenen Volkes. Gott hat sich ein Volk auserwählt, um durch dieses Volk die ganze Welt zu erreichen. Er hat damals im Alten Testament mit Abraham angefangen und Jesus und seine Jünger stehen in derselben Tradition. Zunächst gilt auch dieser Auftrag. Erst später, im Missionsbefehl, wird er schrittweise auf die ganze Welt erweitert. Und wir sehen, was damals begonnen hat, hat Auswirkungen bis heute. Die Strategie hat funktioniert. Und so gilt das, denke ich, auch für uns. Wenn wir von Jesus gerufen werden, geht es nicht zuerst in die große, weite Welt, sondern es geht zuerst in unsere Umgebung. Wir sollen auch in unserem Land, bei unserem Volk beginnen, in unserem Ort. Und nicht irgendwo hingehen sollten die Jünger, sondern zu den verlorenen Schafen. Wie unterscheidet man eigentlich Schafe von verlorenen Schafen? Die sehen schließlich genauso aus. Sie blöken, sie fressen, sie haben Wolle. Der Unterschied ist, die verlorenen Schafe stehen nicht auf der Weide. Sie sind irgendwo. Sie kommen nicht von selbst. Wir müssen zu ihnen hingehen. Wir müssen gehen, wir müssen suchen, wir müssen finden und zusammenführen. Und nachdem wir hingegangen und gefunden haben, da folgt das Verkündigen. Und die Predigt ist ganz einfach, wird jetzt nur in einem Satz beschrieben, aber war wahrscheinlich ein wenig mehr, aber das ist der Kernsatz. Das Himmelreich ist nahe. Und die Predigt war gar nicht neu, das war eine Wiederholung. Johannes der Täufer hat so gepredigt, können wir nachlesen in Matthäus 3, Vers 2. Jesus hat so gepredigt, Matthäus 4, Vers 17 und auch am Ende von Matthäus Kapitel 9. Und jetzt auch die Jünger, die gleiche Predigt. Das war der Kerninhalt der Predigt zu der damaligen Zeit. Als Jesus mal in der Synagoge war, hat er aus Jesaja 61 gelesen. Und dort steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen,
den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und anschließend sagte Jesus dann zu den Zuhörern, und das geschieht gerade vor euren Augen. Das ist das, was der Auftrag von Jesus war, und das ist auch jetzt das, was der Auftrag der Jünger, der Apostel war. Diese Botschaft ist Rettung für die verlorenen Schafe. Die Jünger sollten den verlorenen Schafen den Hirten zeigen. Der persönliche Bericht, wie ich Gott erlebt habe und was ich mit Gott erlebt habe, ist das Authentischste, was ich weitergeben kann. Ich selbst muss wissen, warum ich mit Jesus leben möchte und warum ich nicht wieder von ihm weg möchte. Mein Leben redet lauter als meine Worte. Wir müssen bei den anderen Menschen keinen Druck machen. Wenn unser Leben und unsere Worte übereinstimmen, dann entsteht eine Sogwirkung zu Jesus hin. Das Himmelreich ist nahe, oder anders übersetzt, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Und sie beginnt mit der Gemeinde, nur kurze Zeit später zu Pfingsten. Das Evangelium, die gute Botschaft davon, dass Jesus rettet, ist der wertvollste Schatz, den es auf der Welt gibt. Aber dieser Schatz kann nicht gekauft werden und man kann damit auch kein Geld verdienen. Und das Evangelium wird durch sichtbare, übernatürliche Zeichen bestätigt. Und so sollen auch die Jünger das, was sie von Jesus kostenlos bekommen haben, genauso kostenlos weitergeben. Ihr Auftrag ist, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben. Und wenn so etwas geschieht, dann ist das der Beweis von göttlicher Autorität und Vollmacht. Und wenn man so etwas erlebt, dann haben Zweifel keine Argumente mehr. Dann ist man überführt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das der Bereich, der bei mir total unterbelichtet ist. Ich habe gar nicht so große Probleme mit dem Gehen. Ich habe auch gar nicht so viele Probleme damit zu verkündigen. Das macht mir sogar Spaß. Aber Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken, Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben, davon habe ich einige Dinge noch gar nicht erlebt. Man könnte natürlich sagen, dass das innerlich gemeint ist. Nein, aber in Wirklichkeit war das tatsächlich. Es war sichtbar. Die Kranken wurden gesund. Menschen, die tot waren, kamen wieder zum Leben. Unheilbar Kranke wurden wieder gesund. Und Menschen, die von Dämonen besessen waren, die wurden frei. Und das ist eine Herausforderung für die heutige Zeit. Das, was unser Denken übersteigt, da, wo wir keine rationale Erklärung für haben, trotzdem daran zu glauben und daran zu wirken, dass das geschieht. Das ist die Herausforderung, zumindest für mich. Ich lese weiter, Matthäus 10, ab Vers 9. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Stecken. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Es gibt ein paar Betriebsregeln, die Jesus hier aufstellt. Zum ersten Mal sind die Jünger ohne Jesus unterwegs. Sie sollen alleine losgehen. Und es ist verständlich, dass die Jünger sich fragen, was sollen wir eigentlich mitnehmen? Wie sollen wir eigentlich diesen Auftrag ausführen? Und Jesus sagt, ihr müsst euch gar keine großen Gedanken machen, nehmt einfach gar nichts mit. Und das bedeutet, wenn ihr losgeht im Auftrag Gottes, dann wird euch Gott auch versorgen. Vertraut ihr ihm dabei? Also sie sollten kein Geld mitnehmen. Die Jünger, die Apostel, die waren, das, auf jeden Fall Wohlstand oder Reichtum war kein erkennbares Kennzeichen für diese für die Nachfolger Jesu. Sie sollten keinen Vorrat mitnehmen. Sie sollten keine Ersatzkleidung mitnehmen. Das bedeutet, wenn Gott sendet, kümmert er sich persönlich um die Gesandten. Gott versorgt. Nicht mal einen Stock sollen sie mitnehmen. Da ist jetzt nicht so ein Wanderstock gemeint, sondern wer schon mal in der Gegend unterwegs war, weiß, dass es da auch so halbwilde, streunende Hunde gibt. Und man braucht
etwas, um sich zu verteidigen. Und Jesus sagt, selbst das sollt ihr nicht mitnehmen. Ihr sollt gewaltfrei unterwegs sein. Und das klingt alles so utopisch, was Jesus hier sagt. Wenn ich mal überlege, kostenfreie Angebote heute gibt es so selten. Wenn man irgendwelche Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung oder zur Weltrettung belegen möchte, die kosten ein Vermögen. Das eigentliche Ziel ist dabei gar nicht, den Menschen, die dahin gehen, zu helfen. Das ist höchstens ein Nebeneffekt, sondern der persönliche Wohlstand von den Menschen, die das anbieten. Das steht im Vordergrund. Und genau das soll nicht die Motivation der Apostel sein. Wenn Gott sendet, dann geht es nicht um unser Vermögen, geht es nicht um unser Reichtum, sondern geht es um die Botschaft Gottes. Eine seltene Ausnahme ist mir begegnet. Ich begeister mich fürs Musikmachen und es gibt da einen Programmierer, der Software entwickelt und die bietet er tatsächlich kostenlos an. Da könnte man meinen, der ist vielleicht ganz schlecht. Nein, ganz im Gegenteil. In Testberichten kann er sich mit großen Unternehmen messen und er schneidet nicht schlecht ab. Und er bietet die Software kostenlos an und sagt dazu, wem die Software etwas nützt, der kann gerne etwas spenden und er kann davon tatsächlich leben. So etwas ist eine seltene Ausnahme. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Man muss für Software viel Geld bezahlen und oft ist sie irgendwie durch Kopierschutz gesichert, sodass man da gar nicht so frei mit umgehen kann, wie man es gerne möchte. Die Welt, in der wir leben und der Auftrag, den Gott uns gibt, die überschneiden sich manchmal sehr gegensätzlich. Das sind die Betriebsregeln. Und dann sagt Jesus weiter, ab Vers 11, wenn ihr in eine Stadt oder in ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen. Bleibt bei ihm, bis ihr jeden Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sind sie es wert, so soll der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Frieden zu euch zurückkehren. Wenn man euch nicht aufnimmt und sich eure Botschaft nicht anhören will, dann verlasst jenes Haus oder jene Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher ergehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Jesus gibt ein paar Ratschläge zur Vorgehensweise. Und da habe ich gemerkt, es ist gar keine, in Anführungszeichen, typische Evangelisation, wie ich das heutzutage aus Deutschland kenne. Die Jünger, die sollen suchen, wer es wert ist, aufgenommen, dass sie aufgenommen werden. Und dort sollen sie dann bleiben. In Israel ist Gastfreundschaft ein ganz hohes Gut, wie wahrscheinlich überall im Vorderen Orient. Und diese Gastfreundschaft sollen die Jünger auch in Anspruch nehmen. Sie sollen sich integrieren in die Hausgemeinschaft, sie sollen ein Teil der Familie, sie sollen ein Teil des Ortes werden. Und wer die Gastfreundschaft nicht anbietet, also wer die Gepflogenheiten der Höflichkeit missachtet, der ist es nicht wert. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, die Jünger sollen dann die Bewohner grüßen, nicht nur Hallo sagen, sondern mit dem Friedensgruß grüßen. Frieden, Shalom, bedeutet nicht nur Abwesenheit von Kampfhandlungen oder Nichtvorhandensein von Krieg, sondern dieser Friede, dieser Shalom, bedeutet viel mehr. Die Bedeutung geht bis in die Ewigkeit. Wenn Gott uns Shalom gibt, will er uns hier auf der Erde Ruhe geben, aber er möchte uns auch Frieden geben, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Das bedeutet, wenn wir anderen Menschen den Frieden Gottes wünschen, dann sollen sie erleben, dass Gott ihr Leben verändern kann und dass sie eine Zukunftsperspektive über das Leben hier auf dieser Erde hinaus haben. Die sollen die Bewohner grüßen, ihnen Shalom wünschen, damit der Friede in dieser Familie einziehen kann. Und wer es nicht wert ist, von dem soll der Frieden wieder zurückkehren. Wenn die Gastfreundschaft angeboten wird,
dann ist der Shalom auch da. Wer das Evangelium annimmt, der erfährt, was es bedeutet, diesen Shalom im Leben zu haben. Der Friede Gottes ist Inhalt des Evangeliums. Wer das Evangelium annimmt, erfährt diesen Frieden Gottes. Und wer es nicht annimmt, von dem kehrt der Shalom wieder zurück. Das bedeutet auch, Jesus nimmt hier Druck von den Jüngern. Es gibt keinen Leistungsdruck, keine Zahlen, die irgendwie erfüllt werden müssen. Die Verantwortung dafür liegt nicht bei den Jüngern, sondern es liegt bei den Leuten, die hören und annehmen oder ablehnen. Die Entscheidung der Menschen liegt außerhalb ihres Verantwortungsbereichs. Wenn die Jünger nicht aufgenommen werden und wenn keiner die Botschaft hören will, dann sollen sie den Ort wieder verlassen. Und dieser letzte Vers, der klingt ziemlich brutal. Sodom und Gomorra, also die Stadt, die Gott persönlich gerichtet hat, indem er dort Schwefel regnen ließ und die Städte verbrannt hat, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu so einer Stadt. Nicht einmal der Staub an unseren Füßen ist es wert. Was hat uns das alles zu sagen? Die 12 Jünger hatten eine lange Zeit Jesus beobachten können. Die haben gehört, wie er predigt. Sie haben gesehen, wie er handelt, wie er Menschen heilt. Jesus hatte sie in allem Notwendigen unterrichtet. Und nun waren sie selbst an der Reihe. Genauso wie bei mir damals in der Fahrschule. Und du? Wie sieht's bei dir aus? Wenn du Jesus nachfolgst und weißt, was in der Bibel steht, was hindert dich noch, den Auftrag, den Gott dir gegeben hat, auszuführen? Mir kommt es manchmal so vor, als ob wir immer noch auf dem Beifahrersitz sitzen, obwohl Jesus längst ausgestiegen ist und uns das Steuer überlassen hat. Wir büffeln immer noch Theorie, obwohl wir für die Praxis bereits genug wissen. Ich war damals heiß darauf, unbedingt Auto zu fahren. Sind wir genauso begeistert davon, auch endlich loszugehen, endlich den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auszuführen? Die 12 Jünger sind auf jeden Fall losgegangen und damit dienen sie uns als gutes Beispiel. Da muss man sich mal vorstellen, diese Handvoll Leute, diese 12 Leute, die haben die Welt nachhaltig auf den Kopf gestellt. Ich meine, wir sind es vielleicht auch nicht so viele, aber 12 kriegen wir auch zusammen. Und deshalb habe ich richtig gute Hoffnung, dass es bei uns auch heute noch möglich ist. Jesus bevollmächtigt auch heute noch. Das ist ein Part, den übernimmt Jesus. Und jetzt kommt der Part, an dem wir dran sind. Wir sollen gehen, wir sollen predigen und wir sollen den Menschen übernatürlich dienen. Und dabei dürfen wir immer mit Gottes Versorgung rechnen. Wir dürfen ihm vertrauen. Gott verändert sich nicht, wenn er das damals versprochen hat, die Gesandten, seine Gesandten zu versorgen, dann gilt das auch für heute. Und so wie damals die Jünger Menschen gefunden haben, die es wert waren, so werden wir auch heute Menschen finden, die darauf warten, dass wir ihnen den Frieden Gottes bringen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diesen Versen uns so klar und deutlich gezeigt hast, was du von uns erwartest. Danke dafür, dass wir nicht müssen, sondern dass wir wirklich wollen dürfen. Danke, dass du uns alles gezeigt und gelehrt hast, was wir wissen müssen. Danke, dass du derjenige bist, der uns die Autorität und die Vollmacht gibt. Und jetzt wollen wir mutig sein und auch gehen. Wir wollen nicht in unserer eigenen Autorität, wir wollen nicht in unserer eigenen Macht gehen. Dann haben wir auch eine menschliche Ergebnisse zu erwarten, sondern wir wollen in deiner Autorität und deiner Vollmacht gehen. Wir wollen genauso wie die Jünger damals erleben, was es bedeutet, für dich unterwegs sein, ein Gesandter von dir zu sein. Und so möchte ich dich bitten, dass wir uns die Frage stellen, was uns eigentlich noch daran hindert. Warum wir
so selten aktiv werden. Danke dafür, dass du uns heute dafür die Augen geöffnet hast. Und danke, dass du heute zu uns sprichst. Wir wollen doch heute darauf antworten. Amen. Der Herr ist mit mir. Er ist meine Kraft. Auch wenn ich falle, ist er nah und hilft mir auf. Er ist mein Lied. Ich fürchte mich nicht. In seinem Namen bin ich frei und stehe im Sieg. Der Herr ist mit mir, er ist mein.